Ja, vor anderthalb Jahren haben wir uns überlegt, das Grundgesetz wird 70, da muss man irgendwas tun, weil wir wollen nicht die üblichen Plenumsdebatten, Podien und so weiter. Wir wollten, dass die Menschen ins Gespräch kommen, denn Demokratie heißt ins Gespräch kommen, sich streiten, sich auseinandersetzen und die Demokratie zum Leben bringen. Und das war unser Grundgedanke, den wir jetzt mit diesen neuen Veranstaltungen gelebt haben. Also das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Locations und ganz viele Formate, wo wir sagen, das macht auch die Demokratie wieder attraktiv, dass Menschen sagen, stimmt, ich bin Teil davon und es lohnt sich, sich zu engagieren. Und wir haben überwältigende Resonanz. Wir waren in einem Theaterpalast, der voll war, wo normalerweise Varieté stattfindet. Und da saßen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf dem Podium und haben ihre Argumente vorgebracht und das Publikum konnte abstimmen. Ich habe das Gefühl, dass wenig verstanden wird oder weniger als früher verstanden und selbstverständlich ist, wie Demokratie funktioniert. Dass Demokratie nicht ein Setting ist, das man einfach benutzen kann, sondern Spielregeln, die mit einem bestimmten Ethos, mit einem bestimmten Fairnessgedanken auch betrieben werden müssen. Wehrhafte Demokratie, Bürgerbeteiligung, Menschen mit einbeziehen, das glaube ich, ist dringend notwendig. Ich finde überhaupt Publikumsdebatten mit viel Publikum sehr schön. Also ich fand das ein sehr schönes Format. Das erste Demokratie-Quiz in Bonn. Ja, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, gerade zum Thema Demokratie, was wir dann da alles so wissen. Wir das auch gut finden, dass man hier Wissen teilen kann und Spaß hat dabei. Unser Verein, meine Damen und Herren. Wir wollen jetzt gerne wissen bei euch, wie sieht es denn eigentlich aus? Was glaubt ihr denn? Wie alt muss man denn eigentlich sein, um A. Bundeskanzler werden zu können, B. Bundespräsident oder auch C. Papst? Dreimal bitte das Mindestalter. Universität Bonn. Es muss slambar sein, weil das Thema so wichtig ist. Und das ist ja das, was bei so einem Slam auch passiert. Man hat eher eine etwas lockere Atmosphäre. Die Leute fühlen sich nicht gezwungen in diesem ganzen Rahmen, in dem sie sind. Und da hat man eben die Möglichkeit, inhaltlich so alles loszuwerden, was einem wichtig ist. Und es kommt auch ganz anders an. Und darum ist das gut. Ist für mich auch der richtige Weg. Und ich bin mir sicher, da bleibt beim einen oder anderen genau das Richtige bei hängen. Und das du bist ja blöd. Was würdet ihr für die Liebe tun? Vielleicht eine komische Frage, passt gar nicht zum Kontext. Und bei mir hat sich die Frage dadurch beantwortet, dass ich angefangen habe, Zeitungen zu lesen. Der Trier Medienverlag ist auf uns zugekommen und ich war sofort begeistert von der Idee, anlässlich von 70 Jahre Grundgesetz tatsächlich mit allen Wissenschaftsorganisationen hier in Bonn Veranstaltungen zu machen und dazu anzuregen, tatsächlich über das Grundgesetz nachzudenken, seine Bedeutung heute. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz! Ich fand auch die verschiedenen Slam-Arten echt, war eine große Vielfalt. Diese erfrischenden Einstellungen der jungen Leute. Das fand ich die ganze Zeit spannend und gut gestaltet, auch durch die Moderatorin, also es hat echt Spaß gemacht. Ministerien arbeiten an der Schnittstelle von politischer Willensbildung und politischer Exekutive. Und in einen direkten Austausch darüber zu kommen, was treibt die Leute um, um ihren politischen Willen zu artikulieren, welche Erwartungen bestehen an das demokratische System, das ist eine der Fragen, die uns im tiefsten Inneren betrifft und bewegt. Und deswegen sind wir gerne dabei. Wenn sich
dass es vor allen Dingen altersmäßig so schön gemischt ist. Ja, mir gefällt es sehr gut bisher. Also die erste Session war sehr interessant. Und ich finde super, dass es hier so viele verschiedene Angebote gibt und dass man wirklich überall mal reinschauen kann. Für so eine Aktion braucht man ja immer starke Partner. Das heißt, wir haben ja durch ganz Bonn eine Spur der Demokratie gezogen und der Bonner Generalanzeiger war unser Medienpartner und das war eine ganz tolle Kooperation. Wir wollen in Bonn, das ist die Stadt der bundesrepublikanischen Demokratie, jedes Jahr die Bonner Tage der Demokratie aufleben lassen. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber versprochen, nächstes Jahr geht's weiter.